Wenn der Ursa-Rover einen fruchtbaren Partner trifft, überrumpelt er diesen aufdringlich und geht direkt zum Körperkontakt über. Üblicherweise scharen sich gleichzeitig mehrere Ursa-Rover in der Nähe einer C2 und buhlen um einen paarungsbereiten Partner. Die C2 übernimmt hier mit ihrer großzügig einladenden Luke lediglich einen passiven Part und befindet sich mit den Rovern und ihren Babys in einer langanhaltenden symbiotischen Beziehung.